Q. Komm mit. War da noch eine Quest außer Q? Ja, hinten ist noch was. Dann ist der Handelsauftrag, glaube ich. Komm, du vorwärts. Los, weiter geht's. Nora. Hi. Komm. Komm, QQ. Komm. Bei Django waren wir noch nicht, aber es ist nicht so dramatisch. Kommst du mit? Moment, warte. Lucy? Unterhalten. Handelsauftrag. Komm, QQ. Hier lang. So, noch zum östlichen Tor. Ich hoffe, das haben wir, die Quest haben wir jetzt nicht jeden Tag. Das Schwert steckt da hinten noch im Boden, ne? Und guck mal, wie sauber die Schule da entfernt worden ist. Und wie hier das Tor einfach komplett kaputt ist. Theoretisch müsste da hinten ja noch der Rest von der Schule liegen irgendwo. Wo er das ja hingeschmissen hat. Guck mal, die sind jetzt auch in der Stadt. Hus und Hus. Und Hus. Schön. Hey, Hus. Ich behalte Befehle von meinem Engel. Das ist wunderbar. Paolo hat endlich verstanden, wie brillant wir waren. Was ist denn hier? Kann ich das nehmen? Nachsehen. Mysteriöse Schwert. Das Schwert des mysteriösen Ritters. 480er Trefferchance. Angriff. Kritische Trefferchance 100%. Ja, ne, also. Nice. Gut. Was ist denn hier das Flugzeug von denen? Steht hier immer noch? Das steht hier immer noch. Okay. Gut, jetzt bringen wir die Quest weg. Noch eine Quest fand ich, ne? Nö. Achso, wir hätten das bei der Schneidemaschine machen sollen. 10 mal 1, ne? Dann wären die alle 10 mit einmal fertig geworden. Gast? Hier? Nicht schlecht, bist wirklich entschlossen. Klar. Ich hoffe, dass Matze mittlerweile was gefunden hat. Zum Stream. Wollen wir mal mit ihm reden? Ja, also nicht mit Matze, sondern mit Django. Unterhalten. Okay. War da nicht wirklich was Neues für uns? Obst-Tata haben wir wieder gelernt. Okay, wenn wir gerade mal hier sind. Ich weiß, wir können hier bei der Karttafelrunde was kaufen. Das habe ich mir halt rausgeschrieben. Das Kochmeisterbuch. 180 Abzeichen brauchen wir. Das müssen wir kaufen fürs Museum. Könnten wir eigentlich mit Darts probieren zu kriegen. Und wir brauchen bei Alice den Herzknoten. Und was mir aufgefallen ist, die Fische, die wir reingesetzt haben, die kann man nochmal toppen, indem man die Goldfische reinschmeißt. Hier, der Herzknoten. Gegenstand. Museum. Wir können auch nochmal... Kann nur Freunden gegeben werden. Nur mal kurz gucken.
Nora ist Bekannte. Wir könnten es also Emily geben, aber das wollen wir nicht. Gut. Dann gucke ich mal, dass wir nochmal 180 von den Punkten sammeln. Dann können wir wenigstens die ersten beiden Sachen schon mal abarbeiten. Müssten hier sein, ne? Das hier Ritterabzeichen, ne? Genau. Machen wir hier die Ausrüstung, die Waffe rein. Wo sind denn die Holzeln hin? Wir hätten doch Holzeln. Wir sollten nicht Holzzöllen herrschen. Hätte ich nicht gelesen, wir brauchten Hartholz. Ich habe bestimmt die falsche Dings angenommen, ne? Scheint mir fast so. Oh, ist sogar schon fertig. Zack. Das heißt, wir brauchen noch 3 Holzzöllen. 3. Und da reicht das Pappelholz nicht, ne? Das Pappelholz reicht nicht. Das ist schon ärgerlich. Das Pappelholz. Das heißt, wir müssen nochmal Pappelholz holen. Das gibt's hier unten. Eisenholz können wir auch gleich gut gebrauchen, auch nicht schlecht. So. Auch gut. Was wir haben, nehmen wir natürlich mit, ist klar. Die Kakteen haben wir. Ja, ich komme selber raus. Was sind das für Blümchen? Kenne ich die? Ach, das ist Chili-Pfeffer. Alles klar. Er wächst in der Wüste normalerweise. Interessant zu wissen. So. Ich berühre noch nicht jetzt. Okay. Schneiden da oben und da unten fliegt Holz raus. Interessant. Wir können jetzt ja Spaß haben und unser Schwertcode ausprobieren. Oh, Dankeschön. Nice. Das liebe ich ja nur total. So. Schönes Schwertchen. Das macht ordentlich Damage. Wenn er vor allem immer kritisch macht, ist das natürlich auch genial. So, wir
fahren wir nach Hause, schmeißen das in die Maschine rein. So. Ich wollte gerade sagen, bildet der den Baum an, aber nee. Sah ein wenig falsch aus. Los. Schmeißen wir das mal alles rein. Das habe ich glaube bei Fleisch und Pflanzen. Fertiggüter. Yep. Und damit haben wir alles zusammen. Das sind Pflanzen. Zutaten. Was ist denn jetzt los? Hallöchen, Matze. Du raidest mich? Herzlich willkommen. Heißt das, dass du aufgehört hast zu streamen? Oder wie darf ich das deuten? Mein Lieber. Hi, Jopi. Dass du mal hier vorbeischaust, ist ja ein Wunder. So, das ist schön, dass ihr... Hey, Sonja. Hier wollte ich nicht. So, dass ihr beide rauskommt, war ja fast klar. Albert? Das ist wirklich hilfreich, vielen Dank. 10.000. Überall nur, was, überall nur Freunde? Was ist denn jetzt passiert? Hört ihr gar nicht mehr auf? Sind die jetzt alles Freundesstatus? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Aber interessant, schön. Aber so wie ich das sehe, hat man es wirklich aufgehört zu streamen, oder was? Wieso macht der denn sowas? So, wir brauchen dieses Kochmeisterbuch. 180 brauchen wir, 76 haben wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier ein bisschen Dart spielen. So, wo schon mal 20? Nicht. 60. Haben wir verkackt? Okay. Wie viel haben wir? Nee, noch einmal müssen wir. Das Geld tut uns jetzt ja nicht weh. Gut, das reicht. Und wir können uns das Buch kaufen. Gut. Dann gehen wir mal zum Museum. Achso, bevor wir zum Museum nehmen, ich nehme mal noch die Königsfische mit. Das hat mich überrascht, dass ich diese Info hatte, dass da überall Königsfische rein müssen, anstatt die normalen. Und wir haben die verkauft, ihr Deppen. Wir haben die verkauft. Fischer. So, König. 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 Wir können natürlich auch die gleich noch mitnehmen, warte mal. Halt, rein. Ein bisschen niedrigschwelliger, aber warum sind hier so viele? Einen bitte. Einen bitte. Nicht nur zwei. Genau. Wir nehmen die erstmal mit, dass ich sie habe. Okay, gucken wir mal, ob wir das. Die müssten sich eigentlich aufheben, also den bräuchte ich glaube nicht reinschmeißen.
Ich glaube, den kann ich mir sparen und den kann ich mir sparen. Die restlichen nehmen wir mit. So, zurück zum Museum. So. Ist schon eine Fototafel hingestellt. Für was das denn? Ist heute irgendein Event? Haben wir irgendwas verpasst? Heute war Tag der Sonne. Wir haben den Tag der Sonne verpasst? Ehrlich? Ach, wir sind Deppen. Wir haben den Tag der Sonne verpasst. So, warte mal, das kann erstmal weg, das kann weg. Wir machen erstmal die beiden Sachen. Das eine ist kleiner Gegenstand Kunstwerk und das andere ist kleiner Gegenstand Hund. Die beiden müssen also hier rüber, theoretisch. Hier sind Bücher, ne? Da möchte ich ihn eigentlich nicht hin tun, wir tun es mal dahin. So, fehlt uns noch ein Gemälde, mal gucken, ich sehe keins. So. Dann haben wir schon wieder zwei hier drin. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und jetzt gucke ich mal wegen den Fischen. Hallo Fischis. Kann ich hier noch Fische reinsetzen? Fischspezies gesammelt. Aber kann ich noch weitere Fische hinsetzen? Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne den Königsfisch, ja. Ich wähle ihn aus. Ich kann ihn einsetzen. Goliathfisch ist jetzt drin. Sehe ich das jetzt hier unter Spezies? Ja, Goliathfisch hat einen Haken. Hat einen Perfekt. Gut, dann sehen wir ja, welche uns fehlen. Dann setzen wir den ein. Den setzen wir ein. Und den setzen wir rein. Und hier sehen wir zumindest, die Stufe 2 sind schon drin. Okay. Das ist doch perfekt. So, dann nehmen wir von jedem, damit die zumindest alle drin sind auf der nächsten Stufe. Okay. Und die? Und dann müssten wir uns eigentlich nur aufschreiben, welche uns jetzt fehlen als große Fische. So, uns fehlt Wimpelfisch, Kaisergoldlachs, Kaiserkatzen, also Wimpelfisch, Goldlachs, Katzenjaus. Soll ich mir das mal kurz aufschreiben? Geht nicht, weil ich nicht raustippen kann. Gut, müssen wir gucken. Also wenn wir Königsfische sammeln, kommen die hier mit rein. Dann schreibe ich mir die hier auf. Moment. Nicht wundern. Wimpelfisch. Goldlachs. Katzenjaus. Feuerfisch. Klingenfisch, Kugel, Seeteufel, Laternenfisch, der Klugfisch und die Plaumakrele. Gut, die brauchen wir alle königlich. Interessant. Ist der Katzen hier aus der Hand glotzt. Schön sieht's aus. Gibt's was Neues als Belohnung? Nö. Gibt's nicht mehr. Haben wir hier noch irgendwas, was uns gebrauchen könnte? Ein Spielzeugsmonster willst du uns abkaufen? Wollen wir nicht. Fisch-U-Boot haben wir schon fertig. Für uns nicht relevant. Okay, wunderbar.
glitzert denn hier? Gruppenfoto. Tolles Gruppenfoto. Ja, weil wir den Tag der Sonne voll verpasst haben. Wir haben das voll verpasst. Wie auch immer wir das geschafft haben. Dass wir den versammelt haben, aber gut. Boah, es gab auch keine Ankündigung, oder? Am nächsten Tag ist Tag der Sonne oder so. Den gab es nicht. Der fand nicht wirklich statt. Vielleicht dadurch, weil da gleichzeitig der Endkampf miteinander kollidiert ist. Das könnte ich mir halt vorstellen. Wie sieht's aus? Noch 13 Stunden. Okay. Und dann können wir das sonst wieder reinschmeißen. Genau. Das haben wir alles erledigt. Dann. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Relikte und ein bisschen was müssen wir noch bauen. Das habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Ich hatte ja gesagt, ich will nochmal gucken, was uns noch fehlt. Und daher kann ich von hier aus in die Baustelle? Nein. Beispielsweise uns fehlt ein Aufzug, haben wir noch nicht gebaut. Und die Druckpresse müssen wir nochmal bauen. Die steht noch nicht im Museum. Wenn das noch fehlt, dann würde ich das natürlich bauen wollen. Und was halt interessant ist, es steht drin, uns fehlen zwei Wasserlager. Also ein Wasserlager haben wir und ein Wasserlager fehlt uns. Aber ich weiß nicht welches. Könnte denn das hier wahrscheinlich sein? Dass es der Wasserturm ist, der uns fehlt. Bin mir nicht sicher. Gut, wir bauen erstmal den Drucker auf alle Fälle. Können wir den bauen? Es fehlen drei Schleifsteine. Das sollte kein Problem sein. Genau, das ist schon fertig. Dann können wir den Drucker bauen. Ab da. Was? Drei Schleifsteine, habe ich doch gesagt. Entschuldigung, war zu schnell. Gut, ab dafür. So, hier fehlt immer noch das Bupone Harz, aber wir brauchen das gerade nicht. Das ist nicht so dramatisch. Schleifsägen hatte ich wegen den Blutsteinen gemacht. Hier fehlt Eisenerz schon wieder. Eigentlich müssten wir wieder losgehen, Eisenerz sammeln. Es fehlt Holz. Okay. Das wundert mich jetzt sehr. Aber warte, das kann ich noch drin lassen. Wir können doch jetzt sagen, wir wollen Holz herstellen. Wo ist normales Holz? Holz. Das kann ich nur draußen herstellen, los? Gibt's ja wohl nicht. Dann nehme ich das Hartholz mal mit. Gut. Dann gehen wir kurz hier hin. Das bringt doch schöne Erfahrungspunkte. So, das sollte reichen, damit wir hier voll auf Holz reinschmeißen können. Halt. So, da haben wir genügend Holz, um das abzuarbeiten. Sollte passen. Gut, dann gehen wir erstmal schnell schlafen. Gel hat heute Geburtstag. Gel.
mag also ein Saphir. Wir können mal gucken, dass wir ihm Saphir bringen als Geburtstagsgeschenk. Vielleicht freut ihn das. So, dann nehmen wir erstmal den Drucker mit. Hier hin. Oh, wir müssen noch Lebenssachen holen. Was haben wir hier noch Schönes? Apfelbaum. So, Dünger scheint alle zu sein. Okay. Was haben wir vorne? Wunderbar. Und das. Und dann gehen wir wieder rein. Ja, die Äpfel muss ich ja draußen machen. So, Material da raus. So. Wunderbar. Haben wir mittlerweile erweitern hier? Nö. Immer noch nicht. Wir müssten ja wieder zu tun haben ohne Ende. Also Eisenerz ist ruckzuck weg. Aber wir haben ja genügend Eisen drin. Können wir gucken. Schneiden. Haben wir auch noch Platz. Und das in Arbeit? Hartes Alu? Naja. Dann lass uns mal von hinzufügen. Mehrere 50 auf 5 Geräten. Hinzufügen halt mehrere 50 auf 5 Geräten. Ach, das ist ja Elektrolyse, stimmt ja. Das ist ja da unten. Bleibern. Das wäre interessant. Das wäre. Das ist aber auch wieder Schmelz. Aber wir sind bei Schmelzen drin, ne? Hinzufügen 100. Bestätigen 5 Stück. Machen wir mal 10? Komm, wir machen 10. So. Läuft. Das ist Schneiden. Schneiden ist das Problem, wo ich es gesagt habe. Hartholz können wir nochmal herstellen. 100. Bestätigen auf 10. So, dann haben wir auch das. Mehrere, das sind 25 auf 2. Haben wir Aluplatten noch in Baumarkt? Nein, Aluplatten. Mehrere. 50 auf 2. Buntholz. Mehrere. Oh, wir sind schon beim Schneiden drüber. Dann halten wir uns mal zurück. Machen wir das nicht. Textil. Das sind 10. Ah. Abbrechen. Textil, mehrere 10 auf 10. 10 auf 10. Wasserdichter Stoff, davon brauchen wir nochmal 9. 15 haben wir mehrere, ne? Das sind 5 auf 3. Dann haben wir das schon mal. Rühren. Haben wir noch was zum Rühren? Gehärtete Lehm können wir 50 Stück machen. Mehrere 10, 5, ne? 10 auf 5.
Nochmal das. Kultivierte Erde. Mehrere sind 10 auf 100, oder? Nee, 10 auf 10. 10 auf 10. Ab dafür. Dünger. Ah, das ist nicht so praktikabel mit dem Dünger. Okay. Halt, wir wollten eben das, den Stahlkörper nochmal bauen. Warte halt. Ich baue nochmal diesen anderen Tank. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Mehr als ein zerlegen können wir noch nicht mehr. Wo sind denn da? 5 große Rohre fehlen mir. 5 große Rohre. Oh, wir brauchen Bronzerohr, sehe ich gerade. Ist hier, ne? Hinzufügen 10, 10. 10, 10. Ab dafür. So, stelle dir jetzt her, die großen Rohre, sind die schon da? Ich weiß es nicht. Die sind schon da. Wunderbar. Also spart schon auf alle Fälle Zeit und wir sind deutlich schneller in der Produktion als vorher noch. Jetzt sind natürlich auch noch die Pflanzen fertig, genau in dem Moment. Machen wir nachher. Und zwar den Samstag, aber wir brauchen ja die... Wie Quests haben wir denn jetzt auf einmal? Reihe, Vierer, Nord. So, machen wir es mal hier. Da ist eine Delle. Hier ist verformt. Da ist verformt. Wunderbar. Schlagring hat eine Delle. Hat noch eine Delle. Okay. Hier ist eine Kante, da ist eine Kante. Hm. Wo ist noch was? Alles klar. Hier ist nix, da ist nix. Nix. Oh, das ist noch weg. Wunderbar. So, kurz gucken, wie es mit den Punkten aussieht. 1,8 Vorsprung. Und ohne, dass wir jetzt hier uns um Sonderprojekt oder so gekümmert hätten. Hallo. Oi, oi, oh, hallo, bei dir. Willst du mitlaufen? Klar, ja, könnte etwas Training gebrauchen. Super, lass uns gehen. Zum Ziel, Peach Plaza. Komm mit. Das sind wir schon. Peach Plaza. Zur Baumschule, warte halt. Rezept. Gedämpfte Kartoffelfruchtbeeren. Darf ich das Auto nehmen? Zählt das? Wir sind immer so dreist. Wir brauchen Training und ich nehme das Auto. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde mal sagen, ja. Du siehst erschöpft aus. Du solltest vermutlich mehr trainieren. Hey, hallo, das ist eine normale Trainingsroutine, oder trainierst du gerade für ein Event? Gut, dass du fragst, ich trainiere, um mich
der besten Abenteuer des Landsmanns zu lesen, den fliegenden Schwein. Ihre Aufnahmeprüfung ist berüchtigt, weshalb ich mich für die nächste Gelegenheit vorbereiten muss. Danke, dass du mich beleidigt hast. Ich werde noch ein paar Runden hinten laufen und dann für heute Schluss machen. Mach das, mein Lieber. Mach das. Ist hier sonst noch was? Nee. Hm? Okay, dann gehen wir rein. Wir fahren mal nach Hause. Dann gucke ich mal, ob die andere Maschine schon fertig ist. So. Die müsste jetzt durch sein, theoretisch. Dann kann ich die gleich mit zum Museum nehmen. Das wäre praktisch. Wenn es das Ding ist, ich weiß es nicht. Das ist aber nur eine Montagestation. Das ist nicht fürs Museum. Das andere Wasserfass habe ich. Wir gucken mal. Wir stellen mal den Drucker hin und dann gucke ich mal, wie viele Bauerzeugnisse da noch fehlen. Bei mir stehen hier noch 5er theoretisch auf dem Plan. Oh, Gel. Gel hat Geburtstag. Nochmal zurück. Wir holen nochmal so ein blaues Steinchen. Hi, Emily. Bei so vielen Leuten hat doch ständig jeder Geburtstag. Könntest du anders machen. Warte mal, ich mach mal so. Nimm mal dir mit. Nimm mal dir mit. Hey Tobi. So, Gel. Bei dem ist sowieso eine Quest, so wie es aussieht, oder Sam? Gel? Nee? Geschenken, bitteschön. Danke, dass du mein Geburtstag hast. Wieder der Gedanke erzählt. Klar, kriegt ein Diamant. Der Gedanke erzählt. So, was ist denn hier? Das ist Sam, ne? Ah, nee, Alice. Hey, Alice. Ach, du bist es. Hallo. Du wirkst ein wenig zerstreut. Was ist los? Nun, ich versuche an meiner nächsten Geschichte zu arbeiten, aber irgendwie bin ich blockiert. Das ist eine klassische Erzählung mit einem Helden und einer Prinzessin. In Grundzügen steht alles, aber das Besondere, etwas ist nicht da. Ich weiß einfach nicht, was fehlt. Kann ich dir irgendwie helfen? Wenn du so fragst, das ist eine tolle Idee. Ja, kannst du mir helfen? Such mich heute vor 6 Uhr im Wald auf. Und ich erzähle dir mehr. Klar. Vor 16 Uhr. Okay. Also es sieht aus wie, wir müssen in die Portia Times rein. Ja, gehen wir mal hier rein. Vor 16 Uhr, mal gucken, was da kommt. Hey, Bruder! Könnt ihr beide aufhören, euch anzuschreien? Etwa, was ist los? Ach, du bist das Bartlemäß. Hörst du nicht, wie Carol und Mars darüber streiten, wer einkaufen gehen soll? Ich muss heute viel drucken und habe keine Nerven mit diesen Streitereien. Hast du sie nicht gehört? Weißt du, meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte Ohren wie ein Luchs. Apropos, draußen, direkt vor dem Gebäude, macht jemand Krach. Könntest du ihm von mir ausrichten, er möge die Klappe halten? Sicher. Nur am Zocken, der Kerl. Ich glaube, das ist bei dir nicht anders, Eno. Hey, schön, dich zu sehen. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Fast wäre ich über eins von Scraps Geschenken gestolpert. Er war wild, dass ich mich beruhige, okay? Nächstes Mal, wenn ich fast zu Tode stürze, behalte ich es für mich. Gut. Du musst auf der anderen Seite vom Gelände hochgehen. Deswegen haben wir uns nicht für sie entschieden. Sie ist halt besonders. Hä? Wo ist denn er? Der war doch eben hier drin. Ja, war? Gut, wir gehen nochmal schnell zum Museum. Dann stellen wir mal den Drucker dahin. Mittelgroßes Relikt.
Das ist groß errichteter Gegenstand. Absatz ein ultra groß errichteter Gegenstand. Groß errichteter Gegenstand sind alles nur groß errichtete Gegenstände. Oh, der Drucker? Na gut, ist ja Relikt, also muss es ja gelb. Relikt ist ja gelb. Ist ja kein Gegenstand. Das wäre ja dann hier, ne? Oh, lieber hinten, ne? So, damit haben wir den Drucker gemacht. Warum kann ich diesen Bewässerungstank? Ich hätte jetzt gedacht, den muss ich... Wenn, muss der hier runter. Dieser Gegenstand gehört nicht zur Ausstellung. Okay, also diesen definitiv nicht dabei. Da es morgen losgeht, muss ich noch die letzten Kisten hinpacken und bin mal raus für heute. Alles klar, Jubi, mach das schön. Viel Spaß dir beim Packen. Und bis die Tage. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß gerade dann beim Einrichten der neuen Wohnung. So, dann gehen wir mal zu den anderen beiden. Die Schule ist noch nicht wieder da. Da freuen sich die Kinder natürlich drüber. Und wir reden erstmal, ich mache erstmal die Quest hier draußen fertig. Hallo, danke, dass du hergekommen bist. Also zu Beginn der Geschichte ist unser Held nur ein einfacher Arbeiter. Sammelt doch mal etwas Holz und ein paar Steine. Das hilft mir, den Helden im Kopf einfach vorzustellen. Sammel Holz. Machen wir ihn groß. Sammel Steine. Erledigt. Das war toll, ich sehe schon vor mir. Als nächstes begegnet unser Held der Prinzessin. Ich nehme ihre Rolle. Schnell sagt etwas Heldenhaftes. Ihr seid die schönste Dame, der ich je begegnet bin, Prinzessin. Prinzessin, ich werde euch mit meinem Leben verteidigen. Hey, ich kann gerade nicht reden, ich muss zurück zur Arbeit. Prinzessin, wer du bist. Hey, das war gut. Als nächstes wird das Dorf von einem Monster angegriffen. Der Held stellt sich ihnen allein entgegen und nimmt den Kampf im Namen der Prinzessin auf. Triff dich auf dem Feld mit mir. Und das für Tonprobleme. Also ich habe jetzt die Tonaussetzer, hört ihr auch sicherlich. Ich nehme auch noch die großen Steine mit, weil wir brauchen ja die Blutsteine. Machen wir das nochmal schnell. Wenn wir schon mal hier sind. Bietet sich das an. Nehmen wir die hier oben auch noch mit. Das ist ja schnell erledigt. Zack. So, perfekt. So, jetzt gehen wir zu Alice. Da ist Alice. Gut, dass wir jetzt der große Höhepunkt. Unser Held stellt sich unerschrocken dem Bösen und kämpft ohne realistische Chance. Ich will sehen, wie du ein paar Monster erledigst. Mach schon und geh da raus, Held. Denk an die Prinzessin. Siege drei Monster. So. Und vor allem Monster, die haben Pandamäuse. Boah, das war aufregend. Meine Hände sind immer noch. Mein Kopf brummt vor lauter Ideen. Aber zuerst ist es Zeit. Die letzte Szene. Der Held kehrt siegesreich aus Schlacht zurück und überreicht der Prinzessin eine Blume. Es muss eine Glockenblume sein, denn sie ist die Blume der wahren Liebe. Ich weiß nicht, ob es welche hier gibt, also nimm dir eine Feldblume als Ersatz.